Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Tracking Best App. Schön, dass du auch wieder dabei bist. Wir schauen jetzt mal nochmal nach da drüben irgendwie. Ob wir da nicht noch irgendwo ein Schiffswrack entdecken. Aber ich glaube, was ist, muss doch dieses Schiffswrack hier sein. Aber eventuell ist hier runtergefallen und der ist doch irgendwo am Boden. Aber das ist nämlich das einzige Schiffswrack, glaube ich, hier. Mache hier mal ein bisschen den Suchmodus. Der muss doch da irgendwo sein. Könnt ihr bitte keine Steine ins Wasser fallen lassen? Das ist ein bisschen untrug, wenn ich die dann suchen muss. Nee. Nee. Aber der muss doch da echt irgendwo sein. Das kann der. Kann er da angehen? Irgendwo muss doch hier so ein Steinchen rumliegen. So, da will ich jetzt gerade nicht reinschwimmen. Wo kann denn der sein? Hey. Alter, jetzt habe ich das halbe Becken da abgeschwommen. Wir gehen nochmal da zurück. Also, er kann ja da nicht irgendwie 5 Kilometer von dem Schiff weg sein. Weißt du was? Mit Gelehrtenstein, da werdet ihr leider jede Menge Glibber. Wisst ihr, aber zum Glück komme ich viel herum und rate mal, was ich gesehen habe. Mehr westlich von hier. Westlich. Okay, westlich. Westlich. Also hier irgendwo. Okay. Das sind Luftblasen. Ja, dann schwimmen wir halt ein Stück nach da vorne. Also ich denke, es wenn dann in diesen Seetang irgendwo versteckt. Okay, so weit denke ich auch nicht, dass ich muss. Oh Gott, jetzt geht es erstmal 5 Stunden lang Steine suchen im Seetang. Wie ich diese Aufgaben liebe. Wo könnt ihr denn sein? Vielleicht, dass wir eine Ebene nach oben müssen. Vielleicht ist der ja beim Sinken des Schiffes mit runtergefallen. Gehen jetzt mal genau an diese Stelle hier. Da gehen wir jetzt mal runter. Da müsste der eigentlich sein. Oh Gott. Flippe noch aus, einen scheiß Stein im Seetank zu finden. Kenn ich was auf dem Bild? Also ich muss Richtung diesen Laden schauen. Das ist der Laden, den ich schauen muss. Vermute es mal. Und vor mir muss aber eine Koralle sein. Okay, wir suchen jetzt eine große schwarze Koralle. Bis sie auf der anderen Seite des Schiffes. Dann kann man nicht mal in die Türen schauen, aber ich muss auf eine Tür schauen. Alter. Ich flippe aus. Wir suchen seit 5 Minuten. Suchen wir diesen fucking Stein. Könnte man einen Stein bitte weniger unauffällig verstecken? Also ist das der Meeresboden? Ich schaue mir jetzt dieses Bildchen nochmal ganz genau an. Also vom Point her müsste es ungefähr hier sein.
Nautiker-Gericht. Aber westlich von hier hat er gemeint. Also praktisch auf der anderen Seite drüben. Ist denn hier noch ein Laden oder so? Nee. Okay, wir suchen jetzt einfach mal eine schwarze Koralle. Ja, Meeresboden abtauchen. Bester Plan, den ich jemals hatte. So, da ist aber halt auch nichts. Wir suchen praktisch eine schwarze Koralle. Genau davor steht. Das ist alles, was wir gerade suchen. Da geht's nach oben. Wenn der sagt westlich, wo zur Hölle? Wenn ich da rein theoretisch von hier komme, ist dann die Tür irgendwie anders aus? Okay, wir schwimmen nochmal nach oben und schauen mal nach oben. Ich werde schon wieder aggressiv, weil ich das nicht finde. Und das macht. Das ist halt echt immer das Schlimmste an dem Spiel. Wenn man irgendwas versteckt, ich soll das finden und es ist halt einfach nicht da. Ich suche eine Koralle. Schwimm mal hoch zu Königin Marina. Vielleicht steht da ja eine ähnliche Koralle. Die sind halt zu bläulich dafür. Wir suchen eigentlich eine schwarze Koralle. Weißt du was von gelehrten Stein? Bitte press mich nicht. Ah, es war nur der Lichtbringer. Ach, wie schön. Ja, von dem will man nie gefressen werden. Ich check das gerade nicht. Also, wir suchen schon irgendwie Meeresboden. Ist das die Tür, auf die wir schauen? Das könnte hier rein theoretisch sein, wenn hier halt eine schwarze Koralle wäre, was halt nicht der Fall ist. Alter, ich hasse dieses Spiel gerade ein bisschen dafür. Das sind Geschenke. Wer sucht, findet, ist da kein guter Tipp. Nee, tatsächlich in dem Fall nicht. Weil ich meine, ich brauche jetzt hier nicht ganz Nautica durchsuchen. Ich habe da so ein Bild aus dem Internet und ich meine, es ist genau diese Position hier. Hinter der Koralle glitzert, was aber halt leider nicht in der Farbe, wo ich suche. Eine Kaminkoralle, schön. Also meiner Meinung nach, dieses Bild ist praktisch so ungefähr dieser Winkel, nur dass hier eine Koralle rumsteht. Allerdings könnte es auch ein anderes Haus sein. Allerdings vom Weg her müsste das schon eigentlich das hier sein. Das müsste eigentlich hier sein. Bin ich jetzt blöd? Irgendwie, ich kann normalerweise Bilder abchecken, wo das Zeug steht. Okay, das ist eindeutig dieser Palast. Es ist nur ein paar Meter weit vorne und unter Gras. Aber hä, aber wenn ich hier stehe, das sieht das ja nicht mehr so aus. Super Lösung steht da im Internet, ganz ehrlich. Oh. Da hinten sind auch noch Korallen, aber das müsste eigentlich nicht dieser Blick auf das Ding sein. Sondern eigentlich müsste es von der anderen Seite sein. Schauen wir nach da unten, weil da sind auch noch Wege.
Aber hier sehen die Dinger nicht so aus wie auf dem Bild hier. Weil das ist eine geschlossene Tür und die haben hier Open Door Day. Deswegen ich nicht glaube, dass es hier ist. In den hier muss es da unten irgendwo sein. Also unten der einzige Laden hat auch eine geschlossene Tür. Wir reden jetzt nochmal mit dem Fisch, der uns einen Tipp gegeben hat. Ihr sucht den Gelehrtenstein, da werdet ihr aber leider eine Menge Geduld brauchen. Ja. Das mit den Hassen bekommt man gar nicht mit, ja. Das Meer ist weit und tief, wisst ihr. Aber zum Glück komme ich wieder rum. Und rate mal, ich habe gesehen, dass Meeresboden westlich von hier abgesucht habe. Ein Funkeln mit Flecken. Ich hoffe wirklich... Ja, 5 Tage oder Wochen lang. Westlich. Okay. Nach Westen. Wo ist Westen? Warte mal, Westen ist ja eigentlich hier. Das andere wäre ja Osten. Auf der Map ist es hier Westen. Aber hier ist halt auch nirgends eine komische Tür. Westlich. Ich suche jetzt die komplette westliche Seite ab. Oh, hallo du. Ich möchte die Schatztruhe öffnen und nicht mit dir reden. Eine Mini-Medaille. Geil. So, und jetzt sind wir eigentlich wieder vor dem Palast. Wenn ich dazu komme. Und ja, ich brauche den Palast ein bisschen. Vielleicht weiß ich von der Seite hier so ein bisschen. Ah, da ist halt diese Koralle nicht, die auf diesem Bild abgebildet ist. Das heißt, ich kann hier suchen, was ich will. Ich werde hier nichts finden, weil hier genau die Koralle fehlt, die auf dem Bild abgebildet ist. Ich kann hier gerne alles absuchen, aber das bringt mir nichts. Wir suchen jetzt 12 Minuten nach einem fucking glitzernden Stein. Ich bin sauer. Hier, genau hier müsste es doch Bild sein. Weil hier die einzige Scheiß-Koralle ist, aber hier. Um genau zu sein, steht hier in diesem Bild eine Koralle, wenn ich das genau aus diesem Sichtwinkel nehme. Nehme das jetzt mal exakt aus diesem Sichtwinkel. Einfach auf diesem Bild ist auch so ein roter Punkt gesetzt, der ist halt auch an einer ganz anderen Stelle. Ich schwimme jetzt mal zu dieser ganz anderen Stelle hin. Was? Ich habe nichts gesagt. Gut, damit haben wir irgendwie so einen Gelehrtenstein gefunden. Ganz zufällig. So, was ist die nächste Mission? Okay. Wir können jetzt natürlich auch nach... Keine Ahnung. Nach Lamentea. In den weiten Westen von Lamentea können wir jetzt auch gerne. Oder wir gehen nach Gondolia und bringen die Sachen zurück. Das ist auch eine Idee. Tja. Auf nach Gondolia. Gondolia, ich komme. Wir haben jetzt eine komplette Folge einen fucking Stein gesucht. So, wir haben ihn gefunden. Das ist doch die Hauptsache. So. Dann bringen wir jetzt die Sachen weg. Nach Antiquier können wir eigentlich auch kurz das Zeug abgeben. Ja, ich laber mich nicht voll. Oh, mein Faschingshut. Toll. Ich glaube, wir haben jetzt alle Missionen wenigstens mal angenommen.
wäre schon mal was. Kann man sich jetzt darum bemühen, die alle abzuarbeiten? So, Mission. So, ja. Tolle Sache aus Mithril. Das ist bestimmt sinnvoll. So. Dann teleportieren wir uns kurz mal nach Antiquia. Und dann schauen wir mal weiter. Gut Ding, wir beide haben, Stein. Okay, aber an dieser Stelle machen wir einen kurzen Cut. Bis nächstes Mal. Bye.